bin sauer. Ich bin hier der Chef von der Florida TV und ich muss mal was klarstellen. Wir haben hier Produktionsautos. Mir ist jetzt die Geschichte zugetragen worden, dass in der Geschichte der Florida TV, dieser Firma, nicht ein einziges dieser Autos unbeschadet zurückgegeben wurde. Alle sind zerbeult und zerdeppert, weil irgendwelche Mitarbeiter damit gegen irgendwelche Mauern oder Säulen fahren. Ich muss heute dieser Geschichte mal auf den Grund gehen, denn wenn ich mal früher oder später einer auf den Tisch haut, wird sich das niemals ändern. Komm mal mit. Emelina, ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass ich mich jetzt dafür interessiere, aber ich wollte mal was wissen wegen den Produktionsautos. Ja. Was denn genau? Was mir so zu Ohren gekommen ist, dass es noch nie passiert ist, dass wir also langzeit gemietete Autos von Autovermietungen unbeschadet zurückgegeben haben. Ich könnte sagen, dass das stimmt, ja. Also es ist keine normale Übertreibung von mir, sondern es ist wirklich so, jedes Auto wurde immer kaputt gemacht. Ja, tatsächlich. Also ich meine, das ist doch nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Man kann nicht einfach sagen, so, Dreh vorbei, jetzt fahren wir da gegen die Wand. Da, hier zum Beispiel, da hat es richtig ordentlich gescheppert, ne? Das war, wer war das? Max, glaube ich. Max, sehr gut. Das ist das, der Verkehrsunfallbericht. Mhm. Ja, da auch noch schön gezeichnet, wie das passiert ist. Bei Stillstand des Verkehrs auf den vorderen Wagen draufgefahren. Das heißt, es war gar nichts. Nee, es war nichts. Das war Sophie. Mhm. Spiegel abgefahren, sorry. Ach hier, guck noch mehr. Guck dir das an. Hier, guck mal, alles zerkratzt gerade bis hier an den Radkasten dran, hier auch noch. Und er hat hier bei eigener Bemerkung geschrieben, war nicht so schlimm. So, jetzt muss man sich ja überlegen, was ist da los? Warum machen die das? Sind die vielleicht überarbeitet und dadurch unkonzentriert? Hab ich so überlegt, hab ich gedacht, kann ja eigentlich nicht sein. Wovon? Melina, tschüss. Tschüssi. Oder sind es einfach ignorante Arschlöcher, wenn das wurscht ist? Entschuldigung. Hi. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss kurz einmal. Benni, kommst du mal? Komm mal raus. Arbeit. Ja. Was ist denn los? Gehen. Wir müssen was besprechen, komm jetzt her. Ich kann das auch vor allen machen, aber ich glaube, du kommst lieber her. Hat von euch einer mein Auto kaputt gefahren, hier in der Firma? Kannst du mal eine Liste machen von allen und mir geben? Danke. Weißt du noch, wie du in der Tiefgarage gegen den Poller gefahren bist? Mit dem Auto? Das ist ja Ewigkeiten her. Aber das war kein großes Ding. Doch, es war ein großes Ding. Doch, es war richtig teuer. Und es war auch ein großes Ding in dem Sinne. Aber ob das jetzt ein großes oder kleines Ding ist, liegt ja auch manchmal so ein bisschen in der Wahrnehmung. Ne? Es war ja vorher ein heiles Auto, danach war es ein kaputtes Auto. Ne? Und Benni ist ja jetzt kein Einzelfall, dass man denkt, ja, einen Verrückten hat man immer. Das zieht sich ja durch die ganze Firma. Da warst du doch, ne? Warst du das? Ja. Ja, hast du kaputt gemacht, ne? Ja, das ist mal was passiert, ja. Okay. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. Mhm. Ist das das Auto? Mhm. Und warum ist das eigentlich passiert, aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? Ja. Es ist passiert, weil ich nicht vollumfänglich darauf konzentriert war, nur das Auto zu fahren. Das hätte ich, im Nachhinein hätte ich das anders organisieren müssen. Okay, gut. Also du hast hier raufgeschrieben, das war mir ein bisschen zu unkonkret, es war so eng, dass aus Versehen der Bordstein berührt wurde. Ja, was ja. War so eng? Die Stadt? Oder Deutschland? Nein, oder was war so eng? Ich konnte das schlecht manövrieren an der Stelle. Hast du den Eindruck, dass du da jetzt irgendwie dran schuld warst, an diesem Unfall? Nee. Da war die Säule dran schuld, die sich da in den Weg gestellt hat. Wie siehst du das jetzt mit dem Auto? Komplett versichert, oder nicht? Ich weiß nämlich, einmal ist nämlich einer mal mit dem Auto in der Tiefgarage gegen den Pfeiler gerammt und dann war da großes Trara und dann haben alle gesagt, ab jetzt sind alle Autos immer vollkaskoversichert. Das war Nico? Ja. Bei Rock am Ring? Ja, genau. Und seitdem kann man noch mit den Autos machen, was man will. Das ist unglaublich. Ey, ihr macht mich fertig, ey. Ich finde es halt kurios, weil wenn einer in dieser Firma den Kontakt zu Geld verloren haben sollte, bin ich das. Wie ist das grundsätzlich bei dir so? Fährst du gern Auto? Hast du ein Auto? Nein. Fährst du Privatauto? Nein. Weil? Weil? Ja, also, ich habe Angst, dass es kaputt geht.
klar, überall gibt es Problemchen und so, aber hier bei uns wird das natürlich anders gelöst. Wir haben hier flache Hierarchien und es ist eher so ein Miteinander als jetzt hier so ein Arbeitsverhältnis, was man zueinander hat. Tom, wir machen das jetzt einfach ganz easy. Wir lassen uns das trotzdem bitte einmal besprechen, aber unter Freunden, in ungezwungener, entspannter Atmosphäre. Ja, dann habe ich mir den Benni, habe ich mir dann genommen. Ich gesagt, guck mal her, du, ne, jetzt sprechen wir mal ein bisschen hier, ein bisschen mal so unter uns hier, so wie Freunde, ne, was dann so ein bisschen, ne. So, also, mein Name ist Klaas-Alfred Umlauf, hallo. Und ich führe jetzt mit Ihnen das psychologische Untersuchungsgespräch. Du willst eine MPU jetzt mit mir machen, oder was? Okay, ist witzig. Das medizinisch-psychologische Untersuchungsgespräch. Die MPU, auch als Idiotentest bekannt, beurteilt die Fahreignung von auffällig gewordenen Verkehrsteilnehmern. Wer die MPU nicht besteht, ist für das Führen eines Fahrzeugs ungeeignet und die Fahrerlaubnis wird entzogen. Wie würden Sie sich selber als Autofahrer einschätzen? A. Rücksichtslos und aggressiv oder B. Vorsichtig und komplett verrückt? Das ist gemein. Also ich bin auf jeden Fall vorsichtig. Und komplett verrückt? Nein. Aber es ist jetzt, die Antwortmöglichkeiten sind blöd. Das würde ich gerne dann unbeantwortet lassen. Also Ihnen gefällt meine Frage einfach nicht. Soll ich das aufschreiben? Das, da kann man nicht gut drauf antworten. Das ist das Frage zu schwierig. Obwohl man A und B vorgibt. Okay. Im Gutachten wird schriftlich festgehalten, welche charakterlichen Defizite zum Verkehrsversagen des Fahrzeuglenkers geführt haben. Trinken Sie Alkohol? Ja, so. Klar. Haben Sie heute schon was getrunken? Nein. Auch kein Wasser? Ja, klar, ich habe Wasser getrunken. Das heißt, wenn ich Sie frage, ob Sie was getrunken haben, assoziieren Sie das direkt mit Alkohol. Ich habe nur gefragt, ob Sie was getrunken haben. Wie viel Bargeld haben Sie in der Tasche? 30 Euro oder so. Für Alkohol? Der Problemfahrer darf seine Konsumproblematik nicht als einmaligen Ausrutscher sehen, sondern muss erkennen, dass er einer grundsätzlichen Charakterschwäche unterliegt. Wir machen noch eine praktische Übung. Wir setzen uns ins Auto und fahren eine ganz kleine Runde. Und ich gucke mir das mal an. Und dann überlegen wir, ob Sie weiterhin in der Florida die Fahrzeuge fahren können oder ob wir uns eine andere Lösung überlegen müssen. Das ist letztendlich eine Tür, die ich ihm da biete, eine Chance, die er ergreifen kann. Auch eine Chance, sich noch mal neu zu positionieren in der Firma. Besser als bislang. Oder überhaupt wieder. Bei der Fahrverhaltensbeobachtung stellt der Gutachter fest, wie sich die charakterlichen Mängel des Prüflings auf sein Fahrverhalten auswirken. So, hier einfach mal links abbiegen, bitte. So, halt, stopp, da kommt da jemand. Jetzt stehen wir hier schon ein bisschen ungünstig drauf, ne? Vorsicht, Fahrradfahrer. Alter. Ich kann ganz normal Auto fahren, ne? Ich mach das jetzt einfach. Ja, aber da war da vorne war ein Zebrastreifen, da waren zwei Fahrradfahrer und von rechts kamen Fußgänger, oder? Wir konzentrieren uns jetzt auf den Straßenverkehr. Und hören jetzt nicht Musik, ne? Halt, das sind ja, die sind doch das, 1000 Meter weg. Es ist doch nicht wahr. Ein Zebrastreifen. Wenn Leute am Zebrastreifen warten, dann musst du initiativ warten, bis die rübergelaufen sind. Boah, ey, wir sind keine 40 Meter weg. Wir haben fast zwei Menschen getötet. Da fahren wir schon mal so auf einen Freitagnachmittag zusammen hier irgendwo hin. Und dann macht das so null Spaß. Ja, dann ist was Blödes passiert. Willst du ein Bier? Ich kann kein Bier trinken, Klaas. Wieso kannst du kein Bier trinken? Ja, man kann, glaube ich, nicht während der Autofahrt ein Bier trinken. Es ist Freitagabend, es ist ein Bier und du trinkst auch nicht das ganze Bier. Alles gut. Komm, ein Bier auf den Dreh. Eins für mich, eins für dich. Okay? Ich trinke so off-cam, würde ich nur einen Schluck trinken. Oder? Also einfach so jetzt. Ja, ist alles gut. Ja, trink mal. Prost.
Benni, bist du verrückt? Du kannst doch nicht im Auto Bier trinken. Bist du bescheuert, Alter? Du dumme Sau, ey. Hör mal. Ich habe da innerhalb der Prüfung eine Prüfungssituation praktisch erschaffen, mit der er nicht gerechnet hat. Aber so ist der Straßenverkehr. Und überall sind Kameras. Bist du komplett verhämmert? Du bist völlig verantwortungslos. Meiner Meinung nach ist der Mann völlig geisteskrank. Ich kann dir wirklich nicht mehr vertrauen, ey. Ich kann dir nicht mehr vertrauen, weil du im Auto Alkohol trinkst. Ja, ich habe dann immer eine Steuer übernommen, weil also er ist ja ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen. So, biet mir doch mal ein Getränk an. Benni, frag, ob ich ein Bier haben will. Jetzt sofort. Jetzt. Frag mich das. Nimm das Bier, zeig es mir, frag, ob ich das haben. Nein, danke. Das ist nämlich so, in der Bild-Zeitung morgen, da steht ja nicht hier Bleifuß Benni gefährdet ganz Berlin oder so. Das steht da ja nicht drin, sondern da steht drin, Suff-Mitarbeiter von Klaashofer Umlauf leistet sich Irrfahrt. Ja, Benni, das lief okay. Du hast was bestanden, und zwar das hier. Das ist der Anfängerführerschein, der Florida Anfängerführerschein. Und den hast du gekriegt, und dafür möchte ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja gut, wir haben ihm jetzt den Führerschein da gegeben, aber was soll ich machen, soll ich einen Fahrer einstellen? Also dafür habe ich jetzt nicht auch noch Geld nach den ganzen Schrottautos. Du kannst jetzt mit dem Auto gleich nach Hause fahren. Und das Schöne ist, das Auto, das weist dich praktisch aus als Fahranfänger. Dazu möchte ich dir also herzlich gratulieren. Ich weiß, du freust dich jetzt gar nicht so, aber vielleicht stoßen wir einmal drauf an mit einem Pina Colada. Schon wieder drauf reingefallen, das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann. Ja, und beim nächsten Unfall ist der Lappen weg. Und mit Lappen meine ich Benni.